Ja, und auf dieser Kante ist eine Menge Platz für Möglichkeiten. So, es wird uns hier auch sehr schön gezeigt, was wir jetzt... Ich wusste nicht, welcher Impuls mich hatte zögern lassen, warum ich Kain so bereitwillig entkommen ließ, nachdem ich ihm so lange gefolgt war. Es gab keinen Grund, Kain zu vertrauen. Er hatte keinerlei Achtung vor mir, und doch sah ich mich auf eigentümliche Weise von seinen Worten gefesselt. Ich war schon auf zu grausame Weise benutzt worden, um dies erneut geschehen zu lassen. Doch wenn diese Welt Geheimnisse zu verbergen hatte, so wollte ich sie enthüllen. Ja, und was ich sagen wollte, hier wird uns sehr schön mit dem, ja nicht der Wink mit dem Zaunfall, sondern hier wird uns der Zaun gleich um die Ohren gehauen, was wir als nächstes tun müssen, um weiterzukommen, und zwar die Ebene wechseln. Oh, hier kommt eine Treppe zum Vorschein, die wir natürlich weiter, auf der wir weitergehen und wandeln und uns einmal den weiteren Weg anschauen. Und hier begegnen wir auch wieder diesen netten, wie hießen sie noch, Sluaks? Ich glaube, das war der richtige, die richtige Bezeichnung für diese Viecher, nenne ich sie jetzt mal. So, wir sind gestärkt für die nächste Wandlung. So, komm, geht mir aus dem Weg. Ihr nervt mich nur. Ihr taucht sowieso wieder auf, wenn wir wandern. Und wandeln. Was wir jetzt auch wieder tun werden. Von dem Moment meiner Ankunft an hatte ich das stete und untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Irgendjemand, so schien es, war an meiner Anwesenheit hier sehr interessiert. Ja, und wer das ist, werden wir noch herausfinden. Erstmal aktivieren wir hier diesen Ring und werden hier weitergehen. Schauen, dass wir den nächsten Speicherpunkt einmal erreichen. Von Augenschein her war diese Tür seit Jahrhunderten versiegelt. Es dämmerte mir, dass meine Anwesenheit hier kein bloßer Zufall war. Unterhalb dieser geflügelten Figur, die wie ich eine blaue Haut und gespaltene Hände besaß und diesen einzigartigen Schlüssel trug. Ja, was kann das sein? Also müssen wir das Tor hier... Mit einem Gefühl der Schwere und der Aufregung zerbrach ich das Siegel dieser alten Tür und überquerte die Schwelle. Die Tür also mit dem Reaver öffnen und uns hier einmal durchbegeben. Hier wartet noch einiges auf uns. Erstmal Schattenwesen. Au. Die auf uns schießen. So, jetzt werden wir erstmal das Reaver deaktivieren. Sonst zerrt das gleich an unserem Leben, wenn wir weitermachen. Müssen wir die erstmal so bekämpfen. Die hinterlassen nämlich auch keine... Seelen, also die sind seelenlos. Oh, was genau das ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Zu diesen Schattenwesen, sag ich mal, gibt's auch keine große Info. Die sind einfach da. Vielleicht Erinnerungen aus vergangenen Zeiten. Auf jeden Fall, ah, da hinten ist noch einer. Das uns auf jeden Fall angreift. Sehen so ein bisschen aus wie dieses Sluaks. Ja, so ein bisschen. Ah, ich liebe diese Thematik. Dieses Thema hier ist sehr, sehr schön. Also die Musik ist immer klasse. Und da hinten ist ein Speicherpunkt. Als ich den Raum betrat, spürte ich, dass er seit mehreren hundert, wenn nicht tausend Jahren verschlossen war. Zwar entstammte dieser Raum eindeutig aus der Zeit, in der auch die Säulen errichtet worden waren, doch dieser Ort konnte nicht von Menschenhand gebaut sein. Möglicherweise hatten menschliche Augen diesen Raum noch nie gesehen. Die Wandgemälde zeigten eine geflügelte Rasse, deren Gesichtszüge sehr den meinen ähnelten. Doch sie waren schöner, während meine grotesk wirkten. Engelhaft,
nicht dämonisch wie die meinen. Ich versuchte, diese Bilder zu entschlüsseln. Ein großer Krieg mit Kämpfern, wie ich sie niemals zuvor sah. Die Säulen errichtet von eben jener geflügelten Rasse, die so ihre Gegner bezwang. Erneut die Flügelwesen, doch diesmal krümmten sie sich in Agonie, gepeinigt vom gleichen Blutdurst, den ich erst jüngst erfuhr. Und überall, im Raum, die Zeugnisse des Reaver selbst. War es das, was ich nach Kains Willen entdecken sollte? Ich überlegte. Lügen, Raziel. Lass dich nicht täuschen. Ah, mein uralter Wohltäter. Und ich hegte die Hoffnung, unsere Wege hätten sich getrennt. Dein Schweigen war eine Wohltat, solange es andauerte. Keine Frage, es gibt bestimmt einen unaussprechlichen Grund für deine Anwesenheit hier. Sei nicht unverschämt, Raziel. Ich bin ewig anwesend. Hier und überall. Jetzt und immer da. Ich bin noch immer das Zentrum des drehenden Rads, die Narbe dieses Weltenschicksals. Aber vielleicht nicht so allmächtig, als ich einst glaubte. Dein Griff verliert anscheinend an Stärke. Offenkundig brauche ich dich nicht. Doch du verlangst nach mir. Diese Unverschämtheiten sind deiner unwürdig, Raziel. Vergiss nicht, dass du hier eine Aufgabe zu erfüllen hast. Du stehst in meiner Schuld. Schuld? Ich soll Dankbarkeit empfinden für ein Geschenk, um das ich nicht gebeten habe? War es nicht dein Wille, der mich in diesen abscheulichen Kadaver zwang? Ich habe dich wiederhergestellt, Raziel. Es war kein, der dich vernichtete. Jener Erzfeind, der dir einmal mehr entwischte. Verlass mich nicht, mein Diener. Ich diene niemandem. Nicht dir und nicht Kain. Noch weniger dem Lakai Möbius. Möbius ist mein guter Diener. Ich habe viele. Wenn ich aber Möbius erzählte, er bete zu einem großen Tintenfisch, würde dies seinen Glauben trüben? Du bist eigensinnig, Raziel. Doch hüte dich. Die Umarmung einer Schlange schickt dir Gift ins Blut. Kain kennt viele Gesichter. Er wird dich verführen und täuschen. Stolz zeigst du deinen freien Willen, doch das Biest lenkt bereits deinen Entschluss. Ich hege keine Illusion über irgendjemandes Aufrichtigkeit. Tatsächlich werde ich von allen Seiten manipuliert. Ich suche bloß die Wahrheit. Das sind die unumstößlichen Wahrheiten, Raziel. Die Qual von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Das ist das Rad des Schicksals, der reinigende Zyklus, dem das Leben folgt. Vampire sind eine Abscheulichkeit, eine Seuche, die dieses Land seiner spirituellen Macht beraubt. Sie blockieren den Fluss des Lebens und des Todes. Ihre Seelen bleiben in ihren scheußlichen Kadavern gefangen. Doch das Rad dreht weiter. Der Tod ist eine unauslöschliche Wahrheit. Dein Schicksal ist besiegelt, Raziel. Du bist mein Seelenfänger, mein Soul Reaver, die Geißel der Vampire, der Schnitter ihrer abtrünnigen Seelen. Bleibe standhaft. Beende den Fluch der Parasiten und erneuere Nosgoth. Kains Blut soll an deinen Händen kleben. Kain verdient wirklich den Tod. Er verurteilte mich zu diesem Leib. Aber ob und wann ich ihn töte, hängt an meiner freien Entscheidung. Kain hat dich ohne jeden Gewissensbiss vernichtet. Er entriss deine Seele ihrem edlen Leib. Und seiner Laune folgend stieß er dich in den Abgrund ohne Reue. Denk an deinen Zorn, Raziel. Lass ihn deine Hand führen. Ja, jetzt haben wir den auch mal gesehen und was man sieht, scheint auch nicht nett zu sein. Immerhin rankt er sich um die Säulen und naja, was das wohl alles zu heißen hat. Irgendwie ist er auch nicht ganz koscher, denn so allmächtig scheint er nicht zu sein und wirklich
ganz schuldlos ist er vielleicht auch nicht an diesem ganzen Dilemma. Naja, wir werden hier erstmal einmal einen Speicherpunkt setzen. So. Achso, genau. Gespeichert. Und dann werde ich hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich denke mal, ich werde mir so immer so Stück für Stück von Speicherpunkt zu Speicherpunkt spielen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann bis dahin. Gehabt euch wohl.